Motivation. Motivation. Ich spreche über Motivation. 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 Hallo und herzlich willkommen bei FIAWI. Heute geht es um das wichtige Thema Motivation. Ich erkläre euch, wie ihr immer motiviert sein könnt, bei allem, jederzeit. Los geht's! Ja, Motivation ist ein viel besprochenes Thema und gibt auch 1000 Beiträge. Der wichtigste Beitrag irgendwie fehlt mir aber, deswegen mache ich den einfach selber. Und da greife ich zurück auf ein Prinzip, was ich in meinem ersten Leben in der Berufsschule gelernt habe, von meinem Berufsschullehrer, Herr Schneider. Vielen Dank dafür, Herr Schneider, wenn Sie das sehen sollten. Er nannte es das Prinzip der Selbstverarsche. Ich nenne es das Prinzip der Selbstüberzeugung. Klingt einfach besser. So, worum geht es dabei? Stellt euch Folgendes vor. Ihr kommt früh auf Arbeit und euer Chef sagt, ihr müsst heute den ganzen Tag umgraben. Einfach umgraben. Schickt euch mit der Schippe aufs Feld und ihr müsst umgraben. Dann könnt ihr denken, Scheiße, 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 Scheiße. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Was soll der Scheiß? Wieso soll ich jetzt die Schippe in der Hand draußen den ganzen Hof umgraben? Was denkt ihr sich eigentlich? Oder ihr denkt, geil, raus aus dem Büro, draußen an der frischen Luft, mit der Schippe in der Hand, ordentlich Sport den ganzen Tag. Die Sonne scheint, draußen umgraben. Los geht's! Und genau das ist eigentlich der Kern, worum es geht. Und das kann man eigentlich auf alles anwenden. Ihr könnt sagen, oh, abwaschen, kein Bock, was soll der Scheiß? Oder sagt, abwaschen, los geht's, Musik an. Ihr könnt sagen, oh, ich bin viel zu müde für Sport, mir geht's heute nicht so gut. Draußen so ganz scheiß Wetter. Richtig eklig. Och, ist alles viel zu anstrengend. Oder sagt euch, geil, Laufschuhe an, raus, endlich an die frische Luft, endlich mal ein bisschen Bewegung, los geht's, ab die Post. Woo! Ihr könnt sagen, oh, jetzt Fahrrad fahren, ey. Erstmal die ganzen Klamotten zusammensammeln, Flasche, Fahrrad ist schmutzig, Kette muss ich ölen, Luft aufpumpen, oh, Fahrrad runterschleppen. Wo fahre ich überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hin soll. Oder sagt euch, geil, schön auf dem Fahrrad irgendwo hinfahren, wo ich noch nie war, in die Natur, durch die Natur rollen, zwischendurch trinken, ihr könnt übelst viel essen, weil er so viel Kalorien verbraucht. Geil, Fahrrad geschnappt und los geht's. Könnt euch denken, oh, schwimmen, ey, erstmal bis dahin gurken, Eintritt bezahlen, das kostet doch wieder übelst viel Geld, was soll das eigentlich? 4 Euro, merken Sie sich noch? Umziehen, dann ist es kalt, irgendwie, oh, Wasser nervt sowieso mega rum. Schwimmhalle, Chlor, da stinkt man auch hinterher wie die Sau. Oh, und ich bin eh ein schlechter Schwimmer, egal wie viel ich trainiere. Oder denkt euch, geil, Laufsachen an, schön in die Schwimmhalle gerannt, kurz mal reingetaucht, mal gucken wie viel geht, manchmal macht Spaß, manchmal nicht. Und wenn es scheiße ist, gehe ich einfach wieder raus. Ich sehe viele attraktive, halbnackte Menschen, kann mal ordentlich und so lange duschen, wie ich will. Oh, herrlich, Wasser. Los geht's. So, und das ist einfach der Punkt. Alles kann immer scheiße sein, egal was es ist. Oder alles kann immer cool sein. Auch wenn ihr einfach umgraben müsst. Auch umgraben kann cool sein. Nicht darüber nachdenken, was alles kacke ist. Einfach denken, dass alles cool ist. Und drittens, dann einfach machen. Gar nicht mehr lange drüber nachdenken, was fehlt jetzt noch, wo muss ich noch, wie ist vielleicht. Einfach los. Das soll es heute schon gewesen sein von mir. Ich muss es gleich in die Bibo und eine Hausarbeit schreiben. Da habe ich mega Bock drauf. Hausarbeit. Vielen Dank fürs Zugucken. Falls ihr mehr von mir sehen möchtet, abonniert gerne meinen Kanal. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Und auf Wiedersehen.